Hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Random. Und zwar habe ich mir gedacht, komm, das ist zwar ein schönes Übergangshaus, aber wir könnten uns ja ein richtiges Haus bauen. Weil ich meine, ganz ehrlich, was ist das? Ist es 9 Quadratmeter oder so? Mm-mm. Übrigens, ganz, ganz viele von euch haben geschrieben, ja, du kannst die Shulkerbox abbauen, dann wird da ein Rucksack draus. Ich kann mal eine Shulkerbox abbauen, aber ich kann euch ziemlich sicher garantieren, dass da keine Shulkerbox rauskommt, sondern, nix. Nice. Also kann ich nicht, sonst gehen meine ganzen Items verloren, das wäre ziemlich blöd. Aber wie gesagt, der Gedanke ist nicht schlecht, aber kann ich nicht machen. Was ich mich hier frage ist, okay, warte mal. Ich habe nämlich noch nicht alles abgebaut, okay? Warte mal, kann man die hier? Genau, das ist meine Essenspflanze. Es gibt noch ein paar Sachen zu entdecken. Zum Beispiel, ja, ich glaube, die braune Banner hatten wir schon. Will ich jetzt hier die schöne Glocke abbauen? Ich brauche eine Spitzhacke, um die Glocke abzubauen, glaube ich. Ja, brauche ich. Och toll, da kommt gar nichts raus. Oh, eine Wither-Rose. Okay, die hatten wir auch noch nicht. Ich baue die Wither-Rose ab. Ein Sattel. Okay, 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 okay. Wir haben eine Eisenspitzhacke und einen Sattel. Hier, genau. Das heißt, wir können uns ein Pferdchen suchen irgendwann. Und dann können wir das satteln und wir haben kein Problem damit. Weil ich würde sonst nirgendwo Leder finden. Also ich habe keine Ahnung, wo Leder rauskommt bis jetzt. Ich habe noch gar nichts entdeckt. Ich glaube, das Material von den Häusern hier ist auch neu. Deswegen stehlen wir dem Typ... Da kommt Dirt raus. Okay. Da kommt Dirt raus. Das kommt aus den Steinen hier raus. Da kommt... Huch. Ziegelstein? Okay, Ziegelsteinmauer. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob das so der Kracher ist. Was ist mit dem Tisch hier? Es tut mir leid, dass ich hier die ganzen Sachen abbaue, aber... Oh, hier kommt Leder raus! Und hier kommt... Oh, hier kommt auch Leder raus. So viel zu, ich habe gar nichts, wo Leder rauskommt. Okay. Ich hätte gerne Steine, damit ich mir einen Ofen bauen könnte übrigens. Das heißt, ich würde noch ungefähr... Oh, was ist das denn hier? Oh, hallo? Oh, hallo? Da kommt gar nichts raus. Oder doch, 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 da kommt was raus. Habe ich das jetzt geschnappt? Ja, habe ich nicht. Doch, habe ich. Genau. Ich glaube, aus der Pressure Plate haben wir... Okay. Okay, okay, okay. Das ist Holz. Ich habe immer noch keine Axt übrigens. Es tut mir leid. Ich hole mir noch eine Axt. Ich mache mir gleich noch eine Axt. Da kommt ein Sapling raus. Ja, wow, ganz, 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 ganz toll. Hier, herzlichen Glückwunsch, neuer Sapling. Schade. Oh, was kommt das Glas raus? Nichts. Hm. Schade. Ich hätte gerne... Oh, warte mal, wir haben noch Sand. Ich hätte gerne irgendeine Quelle für Stein, damit ich mir einen Ofen bauen kann. Aus Stein kommt... Okay, Sandstein. Der sieht eigentlich auch ganz hübsch aus. Also kann ich mich jetzt erstmal nicht beschweren. Ich mache mal die ganzen Sachen hier hoch in meinem Inventar, die ich gerade gar nicht brauche. Generell, ich kann das eigentlich alles wegschmeißen. Das ist alles Müll. Das ist so richtig der... Wir machen einen Inventar-Voll-Simulator. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Haufen Useless-Kram. 15 verschiedene Sorten Concrete. Hier, was kommt da raus? Ich weiß zwar nicht genau, was die mir bringen. Ich esse jetzt mal meinen Kuchen. Yum, 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 yum. Aber ich sammle mal ein paar, ne? Kann ja nicht schaden. Vielleicht kann man da ja eine Säule draus bauen später fürs Haus. Kann ja sein. Kaktus. Kakteen hatte ich auch noch nicht. Hui! Ich hoffe so sehr... Oh, Stein, ich will Stein. Gib mir Stein. Das ist kein Stein, das ist eine lila Blume. Die hatten wir noch nicht. Die kann ich hier nicht platzieren. Ich muss zum Gras rüber wandern. Upp. Lila Blume. Lila Blume bringt mir einen Kompost. Okay. Kompost bringt mir lila Banner. Lila Banner bringt mir Nüschte. Das heißt, ich sag ja, Kompost ist am hübschesten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt vielleicht noch ein, zwei von den Dingen. Oh, okay. Es tut mir leid, Häschen, aber es muss passieren. Du weißt, es muss passieren. Häschen, du weißt es. Häschen, I'm so sorry. Häschen! Häschen, komm her! Ich will es nicht töten, aber es ist so... Ich muss wissen, ob ich was ich rauskriege. Eine Leiter! Nee, eine Schiene. Oh, armes Häschen. Da ist ein Zahn rausgedroppt. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aus der Alge droppt.
Bauen und Zaun, ja, super. Danke für gar nichts. Ganz, ganz, ganz super. Wo ist der Tintenfisch? Da ist der Tintenfisch. So, mein kleiner Fisch. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Was gibst du mir? Holzstufe. Warum bringt mir denn alles nur so ein Müll? Das ist doch Quatsch hier. Sorry, aber nee. Nee. Hier, wir bauen jetzt noch ein paar Blümchen ab und machen Komposthaufen draus, weil die eigentlich ganz hübsch aussehen. Ich weiß zwar nicht, was die wirklich bringen, aber, ne? Hübsch sind sie. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal einen kleinen Platz fürs Haus. Ich würde den hier auch in die Nähe vom Dorf bauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann können wir mal gucken, wo wir was finden. Hier hinten ist mein Haus, gell? Das heißt, wir bauen uns... Ich laufe immer irgendwie komisch rum. Ich weiß nicht warum, aber es ist eine merkwürdige Angewohnheit. Ich glaube, wir bauen uns jetzt erstmal noch schnell eine richtige... Obwohl, wir haben eine Holzaxt. Das ist besser als gar nichts. So, Della. Jetzt ist meine persönliche Frage, wo bauen wir hin? Achso, ich wollte mir eigentlich hier schon mal ein bisschen von dem Lime-Glazed Terracotta schnappen. Da finden wir ja noch mehr, weil wir einfach nur die Dinger hier abbauen müssen dafür, die Blätter. Aber ich habe schon ein bisschen, also kann ich da schon mal... Ne, Entschuldigung übrigens, im Hintergrund, meine Katze ist gerade ein bisschen knatschig, die verliert ihre Zähne und deswegen hat die ein bisschen Zahnweh und denkt, ich möchte gerne meckern. Das ist ganz normal. Okay, ich glaube, hier ist eigentlich theoretisch ein ganz schöner Platz für ein Haus. Ich farme jetzt erstmal hier die häslichen Dinger ab. Und das können wir ja vielleicht als Grundsteine benutzen. So, liebe Freunde der Nacht. Es wird auch langsam Nacht. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich auch gleich schlafen. Aber ich würde erstmal so ein ungefähres Grundgerüst hier, huppala, hier bauen. Genau, hier kriege ich ja die Lime-Glazed Terracotta-Steine raus. Richtig, richtig. Einfach nur, ne, damit wir hier ungefähr wissen, wie wir später bauen wollen. So, würde ich sagen, haben wir einen groben Grundriss für das ganze Haus. Wir müssen auch noch irgendwie Türen machen. Haben wir Holz? Ja, klar, wir hatten ja, irgendwas hat uns Holz gegeben. Ich weiß noch nicht mehr unbedingt was, aber irgendwas hat uns Holz gegeben. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen und dann bauen wir. Dann zeige ich euch morgen das fertige Haus. Okay, also schön ist das Ganze hier definitiv nicht, aber selten. Ich baue jetzt hier noch so eine Art Iglu-Eingang. Ja, ich glaube, das kommt auf jeden Fall gut. Wir haben halt das Problem, ne? Also ich habe das jetzt den Boden quasi mit dem Zeug ausgelegt und das Dach, weil ich gedacht habe, sonst wird es sehr grün. Es ist trotzdem sehr, sehr hässlich. Mein primäres Problem ist, dass wir keine Art von Licht haben. Also wir haben keine Lichtquelle. Wir können ja keine Fackeln einfach abbauen. Deswegen ist das stockeduster in dem Haus. Plus, wir haben keine Türen. Ich weiß nicht mehr genau, woraus Holz sich gewinnen lassen hat, aber es war irgendeine Blume. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob es... Die rote war es nicht. Aus der roten habe ich die erst gekriegt. Ich nehme die rote mal mit, ne? Also, pff, danke. Aus der roten habe ich die erst gekriegt. Aber ich glaube, die gelbe, also diese wir providen alles Blumen, die hat mir unter anderem Holz, ja da, die hat mir unter anderem Holz gedroppt. Das heißt, da können wir uns wenigstens jetzt noch ein, zwei Türen craften für unser Haus. Ich kriege die ganze Zeit diese blöden roten Beeren. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Warum sind die in meinem Haus? No, es ist zu dunkel. Das ist auch zu groß. Das kommen Zombies rein. Nein. Das gibt mir irgendwie jetzt kein gutes Gefühl bei der Sache. No, hallo? Hallo? Entschuldigung. Nein. Okay, wir müssen. Es hilft alles nichts. Ne? Wir müssen jetzt hier so ein paar... übergangsmäßige Löcher reinbrechen, hoffen, dass hier keiner reinspaziert, damit hier einfach keine Monster mehr drin spawnen, weil das ist ja auch dezent cool nur. Ja, ganz toll. Ganz, ganz toll gemacht, Ronja. Ja. Voll das schöne Tonhaus. Ich habe gedacht, mit dem Randomest, mit den ganzen guten Items kann ich mir bestimmt richtig hübsche Häuser bauen. Ja, Pustekuchen, ist nicht.
Ich habe kein Limeglass Terracotta mehr. Ich habe das alles aufgebraucht. Das heißt, ich brauche mal kurz noch eins. Gib mir eins. Für den Boden hier, weil das ist ja, doof, wenn da keins ist. Und da überall sonst schon unten, ne? Ihr wisst schon. Eieiei, okay, es wird dunkel. Das heißt, ich kann. Oh, ich kann mal probieren, die Tür hier abzubauen. Okay, da kriege ich Redstone-Stufen raus. Ich habe ja genug Türen, also alles kein Problem. Ich habe nämlich die Tür 1 zu weit nach hinten gesetzt. Wir machen noch ein Schild dran. Onyas neues Haus. Wird nicht schöner dadurch, aber man kennt's, ne? Kann ich jetzt hier mein Bett hinsetzen? Hinten, ich setze es mal hinten ins Schlafzimmer, ja? Also ich nenne das Ganze jetzt hier Schlafzimmer. So, verdammt. Kann ich hier drin schlafen? Man weiß es nicht. Ist das Ganze sicher? Wahrscheinlich nicht. Baue ich mir mein Crafting Table hier hin? Ja, das tue ich. Ich habe halt leider so ungefähr absolut gar nichts gerade. Das heißt, wir bauen uns jetzt noch hier ein paar Schalkerboxen hin. Und dann hoffen wir auf das Beste und genießen die Nacht, ne? So. Toll, da ist ein Enderman draußen bei meinem Haus. Da kommt... Ey, verzieh dich mal. Hallo. Ist ja gar nicht verstörend, wenn die einfach reinkommen können, wenn die, wie sie wollen und lustig sind. Hallo, geh mal bitte weg. Ich habe den vorhin schon gesehen. Der tippiert sich die ganze Zeit hier hin und geht wieder weg. Ich brauche irgendwas, was Licht gibt. Okay, unsere Quest ist, wir ziehen jetzt los und suchen irgendwas, was Licht gibt. Sei es Sand, das wird in Glas. Obwohl, wir können halt immer noch nichts in Glas rein. Wir haben nämlich keinen Ofen. Wir haben 2 Missionen. Okay. Wir wollen nicht den blöden blauen Stein. Wir wollen Stein, beziehungsweise halt Cobblestone. Und wir wollen, das wollen wir auch nicht, das ist doch Quatsch. Und wir wollen Glas, beziehungsweise Sand, okay? Blöde Stufen, die braucht kein Mensch. Das ist doch alles nix. Meine Katze pöbelt. Hört ihr das? Okay, ey, das ist alles Neues. Das ist hier quasi momentan... Okay, da kommt nichts mehr raus. Was kommt aus dem Blauen raus? Hi, Creeper. Danke für nichts. Danke für gar nichts. Jetzt hat er das einfach kaputt gemacht. Ja, weiß ich jetzt niemals, was rauskommt. Egal, wir suchen. Was gibt es denn für Blöcke, die wir noch nicht ausprobiert haben? Ich glaube, ich habe in meinen Schalterboxen noch ein bisschen Kram, der Müll ist. Und ich weiß, habe ich das jemals versucht abzubauen? Achso, ja. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da nichts rauskommt. Wir brauchen... Was ist das hier? Okay, da kriegen wir Kaktus und Brot raus. Kaktus ist ja schon mal nicht unbedingt schlecht. Wir brauchen was Licht macht. Das hilft alles nichts. Wir brauchen Fackeln. Also wir brauchen einfach nur Kohle. Ich glaube, wenn wir Kohle haben, dann sind wir ja schon mal fein. Dann können wir ja schon mal Fackeln bauen. Wir gehen in ein neues Biom. Ich muss aber irgendwie markieren, wo mein... Oh Gott, ich habe mich schon wieder verlaufen. Wo ist mein Zuhause? Wo ist mein Zuhause? Hier sind Fische. Kann ich die Fische töten? Ich will die... Ja, kann ich. Die Fische droppen mir Hähnchenfleisch. Okay. 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 Wo komme ich her? Wo komme ich denn her? Das ist doch... Oh nein. Oh oh. Wir haben ein Problem. Ich habe einen Orientierungssinn von einem Brot. Und deswegen sind wir jetzt aufgeschmissen, weil wir irgendwo im Nirgendwo sind und nie wieder nach Hause finden werden. Ich glaube, die blauen Blumen hatte ich aber auch noch nicht. Warum bin ich denn einfach so übereifrig losgestorben? Oh doch, die hatten wieder so Falltüren. Bitte, bitte. Oh, hier sind Pferde! Okay, ich brauche Weizen. Ich kann den Weizen aber auch nicht abbauen. Da kommt ja auch nicht Weizen raus. Pferde, ich habe einen Sattel, okay? Jetzt zwar nicht dabei, aber eins von euch wird mich lieb haben. Ich schwöre es. Eins von euch muss aber leider dran glauben. Zu Testgründen. Das war sowas von nicht worth it. I'm so sorry. Wo ist mein Haus? Hier hinten ist Wüste.
bin ich durch die Wüste gekommen. Wo ist mein Haus? Es sieht alles so unbekannt aus. Nein! Ohne Mist, ich habe mich einfach verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und ich habe keine Ahnung, wo mein Zuhause ist. Ja gut. Das war's dann aber auch für diese Folge. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr Tipps habt, wie ich irgendwie Licht kriege, ohne irgendwas von den Sachen zu haben, dann sagt mal bitte Bescheid, weil mein Haus ist saudunkel und ist voll blöd. Macht's gut, bis morgen. Ciao!